Ich sehe ja schon fast gar nichts mehr. Ich muss mich beeilen. Oh, da oben höre ich das Kind auch schon schreien. Ich muss weiter hoch. Los, auf in den zweiten Stock. Was riecht denn hier so komisch? Ich habe den ganzen Tag schon einen komischen Duft in der Nase. Das ist doch nicht normal. Grillt hier irgendjemand? Sehr komisch. Naja, behalten wir es mal im Auge. Hier vom OP dürfte es nicht kommen. Sehr seltsam. Vielleicht ist es irgendwo anders im Krankenhaus. Vielleicht weiß einer von den Kollegen etwas. Mensch, André, riechst du das auch? Das riecht doch total komisch. Ich glaube, hier grillt irgendjemand. Oh Mann, jetzt bekomme ich auch Hunger. Stimmt, ich rieche es auch, aber von wo mag das wohl herkommen? Vielleicht kommt das aus dem OP. Komm, wir fragen mal den Kollegen. Hey, hast du zufällig den Grill heute angeschmissen? Nee, ich wollte euch auch fragen. Riecht ihr das auch? Das ist doch nicht normal. So riechst du doch sonst hier niemals. Stimmt. Das ist echt nicht normal. Komisch. Vielleicht kommt das von oben. Vielleicht weiß oben etwas jemand davon. Komm, wir gehen hoch und fragen mal nach. Frau Ärztin, ich hätte mal eine Frage. Ja, was gibt's denn? Was riecht denn hier so komisch? Genau deswegen ist meine Frage ja. Was gibt's denn? Dann stell deine Frage. Es riecht hier schon die ganze Zeit so verbrannt. Ich glaube, das ist nicht normal. Wollen Sie nicht mal lieber nachschauen, von woher das kommt? Das werde ich machen. Herr Doktor, haben Sie eine Ahnung, von woher das kommt? Ich hab's auch gerade erst gerochen. Sehr seltsam. Mal schauen, vielleicht kommt es aus dem Röntgenraum. Ja, lassen Sie uns mal dort nachschauen. Oh Gott, der Röntgenraum steht in Flammen. Ruf einer die Feuerwehr. Das Krankenhaus muss evakuiert werden. Dann kommen Sie schnell hier weg, nicht dass Sie noch mehr von dem schwarzen Rauch einatmen. Los, schnell, wir müssen alle Patienten und natürlich auch die Ärzte aus dem Krankenhaus rausbringen. Schnell, schnell, schnell. Was ist denn das für ein komischer Alarm? Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass der Röntgenraum brennt. Wir müssen alle Patienten rausbringen. Schnell, helfen Sie mir. Was? Die Klinik brennt? Da müssen wir schnell von hier verschwinden. Nein, Sie müssen mir helfen. Nicht wie raus hier. Jetzt muss ich alles alleine organisieren. Okay, ganz ruhig bleiben. Alles nach Plan. Ein Stockwerk höher und dann erstmal dort die zwei Patienten holen. Ich brauche hier oben Hilfe. Was ist denn los? Der Zahnarzt ist schon geflüchtet. Da oben sind noch zwei Patienten, die müssen wir auch rausschieben. Okay, ich helfe dir. Schnell hoch. Du, ich glaube, hier läuft irgendwas nicht richtig. Ich glaube auch. Oh Gott, da hinten kommen auch schon die Krankenschwestern. Was ist das denn für ein Alarm? Ich übernehme das Bett hier. Und ich übernehme das. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Schnell, schnell, schnell. Raus mit den Patienten. Was ist denn los? Das Krankenhaus brennt. Oh Gott, bitte bringen Sie uns schnell raus. Das werden wir ja schon machen. Bleibt ruhig. Mich jetzt auch schnell. Ja, ich bin gerade dabei. Wir haben es gleich geschafft. Wir bringen euch zwei runter und dann sind alle in Sicherheit. Schnell, fahren Sie schneller. Ich will nicht brennen. Das wird auch nicht passieren. Wir schaffen es schon. Und die Feuerwehr ist auch schon auf dem Weg. So, dann runter mit euch. Wir haben alle Patienten. Wir werden doch wohl niemanden vergessen haben. Nein, nein, das waren alle. Jetzt nichts wie runter. Schnell, schnell, schnell. So haben wir alle rausgebracht. Sie haben gar niemanden rausgebracht. Das waren nur wir. Ich musste mich ja in Sicherheit bringen. Ach Quatsch, Sie hätten uns auch mal helfen können. Aber es scheint, dass alle Patienten draußen sind. Puh, jetzt können wir nur noch hoffen, dass die Feuerwehr das schnellstmöglich unter Kontrolle kriegt. Moment, hört ihr das nicht auch? Oh Gott, da weint noch ein kleines Kind. War oben in der Säuglingsstation noch jemand? Ja, da ist noch die kleine Hanna. Ich muss da rein, ich muss sie holen. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Du musst draußen bleiben. Wir müssen auf die Feuerwehr warten, die müssen das schaffen. Oh Gott, sie ist alleine da oben. Das wird schon klappen, mach dir keinen Kopf. Die Feuerwehr ist schon auf dem Weg hierhin. An das Feuerwehrlöschfahrzeug 1. Sie müssen sofort zum Krankenhaus. Der Röntgenraum steht dort in Flammen. Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich. Anscheinend ist auch noch ein Kind vor Ort, das noch nicht gerettet wurde. Es ist noch in der Säuglingsstation. Schnell, schnell, schnell. Ihr habt's gehört, Männer. Alle in den Einsatzwagen. Wir müssen los, das Krankenhaus brennt. Okay, dann Abfahrt. Nichts wie los. Wir fahren ja schon los. Es geht vorwärts. Die Ampel ist auf Rot. Das ist jetzt egal. Wir müssen zum Krankenhaus. Schnell. Da vorne ist es auch schon. Wir sind gleich da. Alle bereithalten. Weiter das Wasser draufhalten. Halt weiter das Wasser drauf. Der Raum da oben muss gelöscht werden. Ich halte ja schon weiter drauf. Aber das Feuer ist anscheinend ziemlich stark. Ich werde noch kurz das Krankenhauspersonal einweisen.
Alle da drüben auf ihrer Position bleiben. Nicht näher an das Haus kommen. Es besteht Gefahr, dass der Brand sich ausweitet. Wir sind da, Jungs. Raus, raus, raus. Linus, du übernimmst den Wasserwerfer oben auf dem Feuerwehrfahrzeug. Einverstanden? Okay, mach ich. Ich geh schon mal hoch. Mach das, beeil dich. Und du übernimmst vom Kollegen den Wasserschlauch da vorne. Er muss reingehen, er muss das Kind retten. Okay, mach ich. Kollege, ich löse dich ab. Der ganze Druck lastet jetzt auf dir. Du musst in den obersten Stock und dort das kleine Kind retten. Hast du verstanden? Okay, das werde ich machen. Das bekomme ich hin. Kein Problem. Super, dann nichts wie los. Wir versuchen, dich so gut wie möglich von außen zu unterstützen. Alles klar, ich mache mich auf den Weg. Ich krieg das Kind. Keine Sorge, Chef. Los jetzt, Jungs. Wassermarsch. Wassermarsch. Alle Düsen auf Vollgas. Sehr gut, weiter so, weiter so. Ich denke, wir kriegen den Brand so unter Kontrolle. Alles weiter draufhalten, das ist richtig so. Super, es sieht schon besser aus. Ich glaube, es raucht nur noch stark. Aber trotzdem weiter den Wasserstrahl draufhalten. Der Kollege betritt jetzt das Krankenhaus. Es geht jetzt los. Er wird das Kind retten. Der Rauch ist ganz schön dicht. Oh Gott, ich muss mich beeilen, sonst komme ich nicht mehr hoch. Okay, dann auf ins nächste Stockwerk. Oh Gott, hier ist die Rauchquelle. Jungs, weiter den Wasserstrahl draufhalten. Ich sehe ja schon fast gar nichts mehr. Ich muss mich beeilen. Oh, da oben höre ich das Kind auch schon schreien. Ich muss weiter hoch. Los, auf in den zweiten Stock. Okay, hier oben ist auch niemand mehr. Oh Gott, man sieht ja echt gar nichts mehr. Okay, noch ein Stockwerk und dann habe ich es geschafft. Nichts wie hoch und dann schnell raus hier. Wo ist denn das Kind? Oh, da drüben, ich seh's. Okay, jetzt aber schnell wieder raus hier. Na, komm mal her, ich hab dich ja. Okay, jetzt aber nicht so raus hier, bevor der Rauch noch stärker wird. Okay, Jungs, der Brand scheint langsam unter Kontrolle zu kommen. Haltet das Wasser trotzdem weiter drauf. Mann, wo bleibt er denn jetzt? Er müsste doch schon längst hier unten angekommen sein. Da kommt er. Sehr gut, los, helft ihm, schnell. Los, helf mir einer, schnell. Der Rauch ist ja überall gewesen. Wir sind da, wir übernehmen, ja? Okay, vielen Dank. Super gemacht, Kollege. Du bist der Held dieses Einsatzes. Vielen Dank, aber ich glaube, ich habe zu viel Rauch abbekommen. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Na klar, ruh dich aus. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie sieht es denn aus mit meiner Zahnarztpraxis? Ist alles noch in Ordnung? Hören Sie mal zu, ist das Ihr Ernst gerade? Das Krankenhaus ist fast abgebrannt und Sie fragen nach Ihrer Zahnarztpraxis. Los, gehen Sie zurück, wir haben gesagt, wir brauchen Platz. Los, hinter die Absperrung. Ist ja gut, sorry. Okay, Chef, der Brand ist eingedeckt. Linus, du kannst auch aufhören. Alles klar, ich höre auf. Und, wie sieht's aus? Es scheint, als ob's dem Kleinen gut geht. Ich denke, er wurde rechtzeitig gerettet. Sehr gut, dann bringen wir ihn mal in ein anderes Krankenhaus. Hier kann er jetzt nicht mehr behandelt werden. Gut, ich komme mit. Alles klar, dann auf zum Krankenwagen. Jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Richtig, ich melde uns schon mal in der neuen Klinik an. Klinik am St. Vinzenz, bitte kommen. Klinik hört. Wir kommen jetzt mit einem kleinen Kind mit einer schweren Rauchvergiftung. Alles klar, wir bereiten alles vor. Wenn ihr ankommt, ist alles bereit. Super, bis gleich. Klasse Einsatzmänner, das habt ihr echt spitze gemacht. Danke Chef. Vielen Dank. Ich will aber auch nochmal ein großes Lob an unseren neuen Feuerwehrmann Linus aussprechen. Das war sein erster großer Einsatz. Das hast du echt super gemacht. Vielen Dank und ich hoffe, es kommen noch weitere Einsätze dazu. Und dieses Mal ist ja auch echt alles gut gegangen. Das Krankenhaus ist erfolgreich gelöscht worden.